Merhaba. O vatandaş. Das ist alles, ne? Es kommt noch ein bisschen. Kommt. Achso, das kommt noch mehr. Außer mit der Shetan-Regie. Assalamu alaikum. Nasıl? Hoş geldiniz. Bu da Adnan. He? Adnan. İsmim Şerif. Şahit? Şerif. Adnan. Adnan. Adnan Şerif. Min wein? Türk ya. He? Türk. Türkiş. He, Türk. Adnan Türk. Razı olsun. Hoş geldiniz. Adana, Adana kebap. Adana kebap. Kebap Adana. Adana kebap. Adana kebap. Hoş geldiniz. Inshallah, we are intending Sohba, inshallah. A little bit English and then German. Wir machen erst Englisch, dann Deutsch ein bisschen. Wir sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Desto ya sayyidina merad ya sultan. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تركتنا صحبة وخير في جميع نعمنا نشي عبد الله فايز داستان نشي محمد ناتم ونكان نشي محمد عاطف وبرسيم ودستا يا سيد يا رجال الله مدد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tariqa ist Sohba, sagt der Shah Naqshband al-Uwais al-Bukhari, hat gesagt, Tariqa, haben sie ihn gefragt, was ist Tariqa, what is Tariqa, they asked him, Shah Naqshband, what is Tariqa, they said, he said, Tariqa Sohba. Tariqa Sohba. And Tariqa is the heart of Islam. O Muslim, O Ghafil, Tariqa is the heart of Islam. You need this for your way. Don't say, it is enough for me to be Muslim. It's good to be Muslim, it's haq, but there is also mu'min and muhsin. Mu'min and Muhsin, to have the complete way. Ich mache nachher auf Deutsch auch noch, ne? Achso. You need Mu'min and Muhsin. As Jibril alayhi salam, he was teaching Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when he came down, he asked him, what is Islam? And Islam is the shurut, five pillars of Islam. Then you have, he asked him, what is Iman, and Iman is the six beliefs in Allah and His angels and prophets and books and Yawm al-Akhir in the last day, and that He created good and bad, Allah subhanahu wa ta'ala. And then what is Ihsan? He asked him, Ihsan is that you do the things that Allah is looking at you. You see Allah in front of you and you do your actions, or you don't see Him, He sees you. You know it by 100%. Yaqeen, that he sees you, he looks at you, he is with you. This last one, this ihsan, that means tariqa. This is based, tariqa based on this, based on ihsan. That is why we need all of it. Yes? Now the Muslims, they are in a bad state, they forget this, they forget it, and Shaitan take it away from them. Shaitan is very busy and he takes away belief from people. That is his business. His business is to take belief away from
believers, to take away the Sunnah from Ahl Sunnah wa Jamaat, to take away Islam from Muslims. If he can take something, he takes. And he took it from Muslims, the belief and the practice of tariqat. Practice of tariqat means that you are fighting your ego. First of all, you are seeing that you have ego. Hada Islam, mohek, tariqa. Shu hada tariqa wal Islam, menchan ish, menchan harb duda nafsa marra bisu. Hada huwa. Ghayru mafi. Wa tariqa hada al-shaykh yu'allimukum, yu'allimwa. The essence of any religion in the whole world is to fight your ego, the one who is against his Lord. Why? Because he is thinking he is Lord. And he has no adab. He has no adab. He is sleeping, dreaming, and having illusions, and he has no adab. He is in front of the king, but he is turning around. He has no adab. Nafsa maravisu. That is the problem. Our problem. All of us. Mashakil tabana nahnu mafi adab. Adab bil ihsan. Ihsan anta tashuf Allah amamak. Wa hadha amal. Amal hakata. Idha la tashufuhu, huwa yashufak. Hada ihsan. Wa adab. Minshan hada, bisir adab. Amam al-malik, lazim adab. Nahnu amam al-malik, bas mafi adab. We are in front of the king, but even then, we have no adab. Because we don't see, and we don't believe that he is seeing us. We are not in ihsan. The sheikh, you need a sheikh, a man, a human being. He is waliullah. He is a saint. He is a saint. There was always thousands and tens of thousands of awliya, of saints, since the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every prophet, he had some, his followers were the saints, and the saints were teaching what the prophet was teaching. بعد كل كل شو اسمه نبي كان أصحاب النبي أي وقت من آدم إلى سيدنا محمد هم كان أولياء ويدرس ماذا يقول النبي هم يقول للناس نفس الشيء. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Same with the Prophet, only that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he had not 12 like Jesus, he has 12 apostles. Isa alayhi wa sallam, endo iznash, hawariyin, iznash, bas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meet alf. Meet Alf, Akthar, meet Alf, Awliya, Ba'dahu. Hatta al-An, Mawjud. Yes, and Prophet, he had not 12, not 5, not 1, he had thousands, hundred thousands of followers, Ashabi Kiram, and then Awliya Kiram, up to today, up today. Today they are hidden, you cannot find them so easily, because Shaitan, he is ruling the world. Worldly, world side, planet is ruled by Shaitan. People are ruled by Shaitan. They are not listening to awliya. Even they don't recognize an il awliya. They cannot recognize. And that is a problem. And that is a bad state of Muslims. Because bidun iman, bidun ihsan, mafi Islam kaman, mafi din. Jibril alayhi salam kana yas'al Rasulullah, mada hada huwa
Islam, Iman, Ihsan. Badin war, was heißt verlassen? Zahaba, Jibril alayhi salam. Badin, Rasulullah kal, hada Jibril, hada kan Jibril alayhi salam. Hi ata huna li yuallukum ad-dinak, dinukum. When Jibril left after asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam these three questions about Islam, Iman and Ihsan, he left them, and the Prophet was telling to his Sahabas, this was Jibril alayhi salam, he came to teach you your deen. Your deen, Ayu al-Aql says, your deen, what is your deen? Are you in deen or not? I'm Muslim. That is not deen, no. No, according to the teaching of Jibreel, it's not deen, no. Islam, Iman, Ihsan is deen. That is deen, that is your way. Forgetting all the Muslims, forgetting this. Not looking after Iman, not looking after Ihsan. They have no teacher for Iman, they have no teacher for Ihsan. Because you need a teacher for three. For Islam, to learn what is the rules, that is easy, to, you can see praying or not praying, Hajj, fasting, you can see that is physically, so to say. Then Iman is something you cannot see. Iman. So you need a teacher who is teaching you Iman. Who must be, how must be that one to teach you Iman? Very difficult question. He must have what? He must have Iman. What, which Iman he must have? Not our Iman, this taklidi Iman. No, he must have real Iman. Iman haqiqi. Yes? And the bidak to'allim Islam, Iman wa Ihsan, hada din, mushbas Islam, la. La, Islam, thalasa, Jibril, huwa kana wa alukum. Thalasa, mush, din, thalasa, mush, wahed, Islam, la. Iman, Ihsan, lazim. And the lazim wahed, muallim Islam, muallim Iman, muallim Ihsan, lazim. Thalasa. There is basic teaching of Islam. Every kid, every child knows this. This hadith, this famous hadith from Jibril alayhi salam. This is one of the first things when I came to Islam, when we embraced Islam, but Islam embraced us mainly. We were like wood, but Islam embraced us and we became alive through this. And this is the first thing you learn. And so you need a teacher for Islam, a teacher for Iman, and for Ihsan. Ask the Muslims, they have, they don't have. They have only outside, they go for Quran, they go for teaching prayers. Okay, that is also good, it's important, it's the first step, but then it goes on. You must have Iman, because you want, the way is for the human being, every human being, to reach a state in his consciousness, an open heart, to go from an imitated Iman. Imitated means we imitate, we do what we have to do in the best knowledge, what we can do, that is also okay. But the aim is to reach the real Iman. Iman, of the reality of Iman means Iman haqiqi, real Iman. How is real Iman? What is it? Sign of real Iman, there are some signs. Fi ayat Iman haqiqi, muhik? Fi ayat. Awal, or not awal, but fi bainahum fi anta tashuf al-barzakh. Misla Salman al-Farsi, wahed sabah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yas'al
Salman al-Farsi, kaifa haluk? Kaifa wajadaka? Kaifa wajadta hadhi sabah? Kaifa? Kaifa asbaht? No, kaifa asbaht? Ya Salman. Salman kana qala asbahtu mu'minan, mu'minan ya Rasulullah. Und انا اشوف برزخ ممكن في اذن انا اقول للاخوان انا اشوف جده امه ابوه ممكن وقال لا ما في اذن. Yes, then Rasulullah one morning he asked, this is one of the signs of iman, real iman, that entered real iman your heart when you see the akhirah, the barzakh, the between world. If you see it, you can see it, everything. Like I see you, you can see there. And there is a proof of this, is that the Prophet, he was asking one morning Salman al-Farsi, how are you today? How did you find yourself in this morning? And he said, I find myself a believer today. He wake up and he is a believer. He found himself a believer. And he's saying to Rasulullah, I am seeing in the barzakh, I'm seeing the other world, I see the relatives of our brothers and sisters. Can I give them good news? I see the grandfather, grandmother, father, and brothers, they are giving salah. Can I, ya Rasulullah, can I say, no permission, you are quiet, don't say. So if this reached to you, don't say it. Just take it. And then you will hear that everything makes zikr. Even wood makes zikr. You hear it. They are saying that. Maybe we want this. This is what we want. And it will come, inshallah. Oh, believer, believe. You must believe. Don't be dört köşe başı, four corners head. No. It's coming. Mahdi alayhi salam is coming. Shaitan is getting ready. Dajjal is getting ready to make his mischief and cheating and trying to now to finish all people on earth, destroy them. And Mahdi alayhi salam is waiting for the permission of Allah Almighty to interfere. When he is interfering, he will look at you with one look, as Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was looking to Sayyidina Abu Bakr Siddiq. One look was enough from Prophet sallallahu alaihi wasallam. One look, enough, and he is the father of Naqshbandi Tariqat. He inherited everything. Everything what I have in my chest, I gave it to Abu Bakr Siddiq. Yes. With one look, Mahdi will look at you, any of us, if we are there in that time, and you will come wisdom and light, and you have no doubt, and you have not one bad thought, and not one bad action. You have nothing, you are walking in light, over you, under you, right from you, left from you, in front of you, back from you, inside you. In light, in bliss, in happiness, paradise on earth. This will come. You must believe. Maulana is not telling stories. It's not stories. Bidna Mahdi alayhi salam, inshallah. Bidna iman hakiki. Inshallah. Law nahnu tahta amara nafsa marabisu. Was für, so ist es, Hoffnung? Hope. Ja, hope. Was heißt auf Arabisch? Ja, Nutmin, be Heather. Mahdi alayhi salam, da Mahdi alayhi salam, Yiji, Heather, you waket, hua, Yashufak, be Wahed, Wahed, Nazar, Khalas, Anta. Insan Kamil. Nur. Abu Nur. Ibnu Nur. Faukahu Nur, Tahtahu Nur, Yamin Nur, Shamal Nur, Wara Nur, Huna Nur, Juwa Nur. Hada Bisir. Nahnu Hada Tariq.
we are on this way, inshallah, and people saying, what we do now, everything is going wrong, and there is corona and much worse and so many things, and I read so many things, and what shall we do? You do what you have to do, always had to do. You have to look after your heart. Otherwise, you cannot carry what is going to happen. Yes? There's no, you cannot carry. You have to look after your heart. Make zikr. Don't go to the streets and shout, rebellion, back from... I don't know what you shout. Nonsense. In ugliness, you are shouting something. Shout la ilaha illallah. They forget this. Muslims sitting in the zikr. Are you crazy? At home they shout their wives, they shout the children, they shout this, they say that, but they cannot open their mouths and say la ilaha illallah. And it is a blessing. And Prophet said it's a blessing if you say la ilaha illallah. That is a main word Prophet was bringing, la ilaha. He came with la, he enlightened the whole universe with that word, la ilaha illallah. He brought it. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he brought it. It was for him to bring this. And you are saying, no, la ilaha illallah. Allah, Allah. No, they cannot say. Shaitan preventing them. He prevent them. Wahhabi saying you are not allowed to say Allah more than 3 times. If you say Allah, that's enough. If you say 2 times, very dangerous, 3 times, hell. Wahhabiyin. Yeah. This is Shaitan who cut you from the love of Prophet mainly. Because you have to say la ilaha, la ilaha illallah with love, of course. With love. Whom you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he brought this to you, to us. And he is present. He is not absent. He is present. And he wants you to say la ilaha illallah, not only by your tongue, but by your heart. To reach his nearness. To reach blessings, to reach this. This is make zikr. If you are alone in your house also, you must make zikr. Every day you must make zikr. Use some time to make zikr. Use some time to go to your beloved. Allah is your beloved one. If you have a girlfriend, stuff is haram. Engaged. You are engaged with someone. You are thinking day and night of this lady. And you repeat her name. Yasameen, Yasameen, Yasameen. Yasameen, Yasameen. Layla, Layla, Layla. Your zikr is Layla. It is a wahid fi zikr anta ismo, saying Layla, that name of the girl. Yeah, thinking. Think of Allah. He has a name. And he say, I am your creator and I have love for you. Nobody has for you. Nobody. And I am saying, call me. Call me by my name. And put your love. He's not saying call me by my name, he's saying call. He is inviting you very friendly, very softly, with all his mercy, all his beauty, all his softness, all his tenderness, all of it. He is calling you to his presence, to his love. You don't know what is his love, how deep is it is going, and how beautiful. No one can love you, no human being, no girl, no boy, no man, no one can love you, no father, no mother can love you like he loves you.
And it is not finishing. It is not finishing like every love from human being. They are finished. It's finished. You have a quarrel. Bye bye. I divorce you. Bye bye. I die. Any reason. Finish. This kind of love. Love of Allah not finishing. And always getting more, more, more. Ya Allah, open our hearts. And let us be with the Sadiqeen. Let us be with the truthful ones, with the Shaykh, with our Shaykhs. So that they can transfer and open the way for us for this love. That is the main thing. You must have a Shaykh, a friend, friend of God. You have to follow a friend of God. If you cannot be a friend of God yourself, be a friend of the friend of God. Yeah, that is. May Allah help us, inshallah, everyone. Fatiha. Wa man Allah tafik. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brüder und Schwestern. Was haben wir gesagt? Wir haben es vergessen. Medet ya Saidi. Medet ya Saidi. Ja, möge unser Sheikh, möge Allah es uns ermöglichen, mit den Sadiqin zu sein. Mit den, wie so steht es im Koran, es ist ein Befehl, sogar in diesem Fall keine freundliche Aufforderung, sondern ein Befehl an die Muslime, auf den sie gar nicht hören, den kennen sie gar nicht, den Befehl, weil sie entweder nicht lesen können, vor allem die Araber, die können nicht Arabisch lesen oder nicht verstehen. Kunu ma Sadiqin, steht drin. Befehl, Befehlsform. Sei mit den Wahrhaftigen. Sei mit den Wahrhaftigen, sei mit den Aulias, sei mit den Gottesfreunden, mit denen, auf die du dich verlassen kannst. Warum kannst du dich auf die verlassen? Weil die haben keinen Nafs. Die haben ihren Nafs. Aulia, lazim nakuna ma Aulia kiram. Kunu ma Sadiqin. Shu sifat endahum. Kana yaktuluna nafsa marabisu tabahu. Mie bi mie, mafi. Da schuf morana shay, mislak, mislana. Fi ayun, fi hada, fi eating, drinking. Was mush? Mislana. Rasulullah, mislana. Rasulullah, la. Wahabiyin yakul hak. Nafsu, mislana. Wahabiyin. Rasulullah misluna. Hekakul. Wahhabiyin, die Wahhabiten sagen, Prophet ist wie wir. Ist auch ein Mensch. Hat Augen, Ohren, Beine, isst, trinkt. Von wegen. Die werden sich noch wundern. Richtig wundern. Ja, der ist nicht wie wir. Der hat jetzt keinen Nafs. Er hat nur Allahs Liebe. Und der Scheich auch. Du denkst, der Scheich sieht aus wie du. Und der urteilt ihn auch und du denkst, der ist so und so. Der ist nicht wie du. Absolut nicht. Da sind Welten. Welten dazwischen. Welten. Den ersten Duft des wahren Imams, den werden wir spüren, jeder von uns, inshallah, wenn wir das für unseren Bruder wollen, was wir für uns selber wollen. Vor dem kein Duft, nicht Duft, noch nicht mal den Duft von ihm, von wahrem Iman. So sieht's aus. Idala tuhib li achihi mada tuhib ilak ma fi Iman hakiki. Ba'din fi. Awwal la ma fi izin. Ja. Deswegen ist es nötig. Was haben wir gesagt am Anfang? Sohbet. Wie bitte? Tarikat ist Sohbet. Tarikat ist ja, das ist immer. Was meinst du denn? Wieso, was habe ich denn da gesagt? Tarikat ist Herz für den Islam. Genau. Ah, Musa, mashallah. Ja, Tarika, wir haben gesagt, Tarikat ist Sohbet, genau. Und Tarika ist das Herz des Islam. Ist das Herz von Islam. Und wie wir wissen, sind es, das wissen wir von Gabriel a.s. in einer berühmten Hadith, die jedes Kind wirklich kennt, war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, als wir den Islam annehmen durften,
Ja, da war eine der ersten Sachen, die Hadith, wo der Gabriel kommt zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und ihm die drei Fragen stellt: Was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan? Und der Prophet antwortet: Islam sind die Regeln und Iman sind die anderen Glaubenssätze. Und Ihsan ist eben, dass du etwas tust und du siehst Allah vor dir. Und wenn du ihn nicht vor dir siehst, dass du genau weißt, mit Yakin, mit Gewissheit, dass er dich sieht. Diese Handlung. Und Ihsan, das letzte davon, das ist der Aufbau von Tariqa. Das ist Ihsan, da brauchst du einen Sheikh. Dann ist er weggegangen, der Gabriel, alayhi salam. Und dann hat der Prophet gesagt zu seinen Gefährten, das war Gabriel gerade, der da war, weil die wussten nicht, wer der war. Und dann hat er gesagt, der ist gekommen, um euch eure Religion zu lehren. Man übersetzt mit Religion, Din. Er ist gekommen, um euch eure Religion, euer Din zu lehren. Ja, Muslim, was ist denn dein Din? Ich bin Muslim. Alle sind Muslims. Ja, okay. Und, ist es dein Din? Ist das alles von deinem Din? Nee, ist es nicht. Tut mir leid. Es sind drei. Du brauchst einen Lehrer für Islam, du brauchst einen Lehrer für Iman, du brauchst einen Lehrer für Ihsan. Im Prinzip brauchst du. Ja. Das haben viele vorgemacht, tausende von Jahren. Der Prophet hat tausende und zehntausende Freunde Gottes, Gottesfreunde, seine Freunde, die Auliya Kiram. Jeder Prophet hatte Auliya Kiram, die Lehren der jeweiligen Propheten weitergegeben haben an die Menschheit. Und der Prophet hatte die meisten, weil seine Religion ist perfekt. Von Awali ila Akhiri war die erste Religion, letzte Religion und dazwischen. Und er hat 100.000 Auliyas für uns gelassen und mehr, die bereit sind, uns seine Lehre zu übertragen. Zu lernen, zu lehren und zu übertragen. Weil es braucht auch Übertragung. Ihsan braucht Übertragung von Herz zu Herz. Das sind Zustände und Makams. Zustände des Bewusstseins, deiner höheren Seele, deines Geistes, deines Herzens. Es muss übertragen werden. Du musst einfach nur Scharia folgen. Im Halal bleiben. Allah zum Gefallen. Du musst, siehst du, jetzt ist zack. Was habe ich gesagt? Ist der Viehtüffel, Khalas, finish. Was habe ich gerade gesagt? Ja, jeder von uns, wir haben diese Stufe nicht. Vielleicht manche von euch, das kann ich nicht sagen, ich habe sie nicht. Und deswegen sind wir aufgefordert, einfach das zu tun, was Allah gefällt. Allah zum Wohlgefallen. Seine Regeln und seine einzuhalten, im Halal zu bleiben, Haram zu vermeiden. Ganz einfach, immer das, immer im Hinblick auf Allah subhanahu wa ta'ala, ihm zu gefallen, dem Propheten zu gefallen, deinem Scheich zu gefallen und seine Liebe schließlich zu kriegen, schließlich. Dazu brauchst du natürlich auch einen Scheich, der dir den Iman zeigt. Drei Lehrer ist schwierig. Der Scheich, der perfekte Scheich, der Auliya, der Waliullah, der hat alle drei. Der kann alles drei. Der hat alle drei Sachen drauf. Islam hat er drauf, Iman hat er drauf und Ihsan hat er drauf, sozusagen. Er hat alles perfekt drauf. Deswegen brauchst du nur so einen. Wenn du einen so einen hast, dann hast du alles, was du brauchst. Mögen die Muslime sich daran erinnern, Shaitan hat ihn weggenommen. Shaitan hat mit endlosem Fleiß, und er schläft nie, den Muslimen diese Wahrheiten weggenommen und unter Verschluss gehalten. Darfst du gar nicht dran denken. Offiziell verboten. Regierung, von der Regierung verboten. Es ist verboten, ein Gläubiger zu sein. Es ist verboten, Gott zu lieben. Es ist verboten, den Propheten zu lieben. Verboten. Ein bisschen ja. Kannst mal beten gehen und dann wieder raus, Tür zu. Aber nicht jetzt wirklich. Ja, nicht wirklich. Das hat er geschafft. Aber es gibt immer noch, Alhamdulillah, wir sind Ahl Sunnah wa Jamaat.
im Islam und der Allah hat versprochen, den Islam zu erhalten bis Yawm al-Qiyamah und den Koran zu erhalten bis Yawm al-Qiyamah. Und der Koran ist sowieso ewig und deswegen, mashallah, und er hat gesagt, ihr seid immer richtig, wenn ihr mit der Mehrheit seid. So ist, das ist ein wichtiger Hadith. Es kann nicht sein, dass ihr einer Gruppe angehört, die nicht die Mehrheit ist in der Gesamtnation, weltlichen Nation der Muslime. Wer sind die? Das ist Ahl Sunnah wa Jamaat. Ahl Sunnah wa Jamaat ist der größte Teil der Muslime, der 2 Milliarden Muslime und davon der größte Teil, überwiegende Teil, ist Ahl Sunnah wa Jamaat. Das ist die richtige Gruppe. Das hat der Prophet gesagt, nicht wir. Ja, aber die sagen, nee, wir sind Wahhabis, 50 Millionen, lächerliche, im Prozent kannst du gar nicht ausdrücken. Shia, Mia, Osirav, ja, 10%, was ist das? Nee, die Mehrheit ist richtig, sagt der Prophet. Hört ihr auf den Propheten? Sallallahu alaihi wasallam. Nee, hören wir nicht. Deswegen bleibt, was bleibt uns zu tun? Das, der Scharia zu folgen, im Halal zu sein, Haram zu vermeiden und auf unser Herz zu achten. Kümmere dich nicht um das, was passiert, es wird immer schlimmer. Sag nicht, es wird besser, es wird schlimmer. Der Scheich hat es uns schon lange gesagt und wir haben es lange wiederholt, wir haben es nur wieder vergessen. Wir denken immer, ja, jetzt kommen die Reformen und dies und das, wird es dann irgendwann besser. Nee, es wird nicht besser. Das Einzige, was besser wird, bist du. Du wirst besser. Du musst jeden Tag besser werden. Alles andere wird schlechter. Anta tata hassan. Was adunya la tata hassan. Bisir aswa. Kul yom aswa. Aswa, aswa, aswa. Hatan mehdi alayhi salam. Muhik. Was anta mu'min. Anta kul yom ahsan. Ahsan, ahsan. Inshallah, nahnu ala tariqa Allah. Hum tariqa dunya. Ja, das ist das. Wir sind und die Hoffnung, die müssen wir haben, dass wir auch, obwohl es fast unmöglich scheint, aber es ist nichts unmöglich, Allah kulli shay'in qadir, der schickt uns Mehdi alayhi salam. Mehdi ist der Einzige sozusagen, der hat die Erlaubnis, die ganze Kraft Allahs, was auch Prophet Muhammad hat es auch, die Aulias haben es, die haben es, aber er hat die Erlaubnis, es zu nutzen. Und er wird einschreiten in die Geschehnisse, die noch furchtbarer sind als jetzt, noch viel, viel furchtbarer. Das muss man erwarten, aber deswegen muss man sein Herz stärken. Und wenn Mehdi alayhi salam kommt, dann, wer dann da ist, der wird vervollkommnet. Wer dann gut ist, gute Sachen macht, halal ist, so gut er kann und aufrichtiges Herz, ein gutes Herz hat, der wird vervollkommnet. Und zwar mit einem Blick. Mehdi alayhi salam, guck dich einmal an, hat der Scheich gesagt. Einmal guckt er dich an und kommt eine Weisheitsquelle von dir und Licht über Licht. Ja, keine Dunkelheit mehr, nur Licht. Alles Licht. Mashallah. Das ist die. Und wir müssen uns vorbereiten. Jeden Tag Sicke machen, jeden Tag das Beste, was wir tun können, um uns vorzubereiten, dass das Herz ready ist. Weil dann kannst du nachher das Licht kannst du nicht tragen. Wenn das Licht aufgeht von Mehdi alayhi salam, können nur die tragen, die vorbereitet sind. Andere nicht. Die gehen schon mal weiter sozusagen. Ja. Möge Allah uns schützen und die Menschen aufwecken, inshallah viele. Möge uns schützen vor Shaitan, vor Dajjal, vor Shaitan, vor Nafs Amara Bisu, vor Dunya, vor Hawa, vor Shaitan. Unsere Herzen, mögen die geschützt sein, inshallah, davor. Und dass wir glückselig sind hier und danach. Hier und danach. Bi hurmat al-Habibika, bi hurmat al-Mashaykhina, bi hurmat al-Sawad al-Fatiha. Amin. Assalamu alaikum. Layla Saida, inshallah. See you next time, inshallah. Salam.